Nun gut, nun ist das Spiel vorbei. Ja, nun ist es vorbei. Nun heißt es Abschied nehmen von Mr. Laurel und Mr. Hardy. Und wenn dieser Abschied etwas melancholisch ausfallen sollte, so kann es nur daran liegen, dass es im Leben von Mr. Laurel und Mr. Hardy, vor allen Dingen in ihren letzten Tagen, nicht immer so lustig zugegangen ist wie in ihren Filmen. Man kann nun einmal nicht alles haben. Das wäre zu viel verlangt. Die Welt hat die beiden nicht so freundlich behandelt, wie sie es verdient hatten. Und die Filmgeschichte, glaubt er manchmal gar, sie könne sie ganz vergessen. Ich wundere mich gar nicht darüber, Olli. Sieh mal, wir haben keine Schulbildung. Wir haben niemals etwas gelernt. Es musste ja eines Tages so kommen. Hm? Hier haben wir die drei wichtigsten Bücher über die Geschichte der amerikanischen Filmindustrie. Also wohlgemerkt, Filmindustrie, da geht es um Gewinn und Profit. Und in keinem dieser drei Standardwerke werden Mr. Laurel und Hardy auch nur erwähnt. Hm? Tatsache ist aber, dass außer den Filmen von Charlie Chaplin keine anderen Filme, amerikanische und sonst welche, von so vielen Leuten auf der ganzen Welt bis zum heutigen Tage gesehen worden sind, als die von Laurel und Hardy. Das heißt, mit keinen anderen Filmen ist so viel Geld verdient worden. Und während Charlie Chaplin rechtzeitig bemerkte, dass er sein eigener Unternehmer werden musste, um von den Filmbossen unabhängig zu werden, um die Früchte seiner Arbeit ernten zu können, waren Mr. Laurel und Mr. Hardy immer zu sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt, um an so wichtige Dinge denken zu können. Das kann ja sein, aber heute ist es zu spät dazu. So blieb ihnen auch in ihren alten Tagen nichts anderes übrig, als bis zum Umfallen zu arbeiten und sich von jedem ausbeuten zu lassen, der sich ihrer bedienen wollte. Und so kommen sie anstatt in diesen dicken Büchern, in diesem schmalen Band über traurige Hollywood-Schicksale vor. Unter der Überschrift Hollywoods Biggest Losers. Hollywoods größte Verlierer. Was haben wir mal für Rosinen im Kopf gehabt? Wir sind doch auch nicht untüchtiger als unsere Mitmenschen. Wir kommen niemals auf einen grünen Zweig. 1945 machten sie ihren letzten Hollywood-Film, The Bullfighters, den wir heute sehen und bei dem uns nicht immer zum Lachen sein wird. Dann gingen sie noch auf Tournee nach England und dabei erlebten sie immer wieder überwältigt, was sie vor lauter Arbeit nie richtig mitbekommen hatten, wie unglaublich populär sie waren. Von der Ankunft des Paares in Cork berichtet ihr Biograf John McCabe. Hunderte von Booten ließen ihre Sirenen ertönen und Unmengen von Leuten standen auf den Docks, vor Begeisterung brüllend. Wir konnten überhaupt nicht verstehen, was eigentlich los war. Ich verstehe es. Was? Das ist die Liebe. Die was? Die Liebe. L-Y-B-E. Liebe. Meinst du? Ja, ganz sicher. Und dann passierte etwas, was ich nie vergessen werde. Alle Kirchenglocken von Cork begannen, unsere Erkennungsmelodie zu läuten. Und Olli sah mich an und wir weinten. Oliver Hardy starb 1957 mit 57 Jahren und als Stan Laurel 74 war und im Sterben lag, sagte er zu der Krankenschwester, die ihm in seinen Schmerzen beistand, Schwester, wissen Sie was? Ich würde jetzt lieber Skifahren gehen. Und die Schwester fragte, fahren Sie denn Ski, Mr. Laurel? Und Stan sagte, nein, aber jetzt würde ich lieber Skifahren als sterben. Warum müssen wir eigentlich flüstern? Wie? Ich frage, warum wir flüstern? Ich wollte nicht, dass du aufwachst. Oh, danke vielmals, das ist nett. Gute Nacht. Gute Nacht. An seinem Grab sprach der Schauspieler Dick Van Dyke, den Stan immer besonders geschätzt hatte. Und am offenen Grab von Mr. Laurel sagte Dick Van Dyke, Laurel und Hardy sind nun von uns gegangen. Und ich glaube, dass die himmlischen Hallen jetzt klingen müssen vom himmlischen Gelächter über dieses süße Paar. Gott segne alle Clowns. Was ist mit dir? Ich glaube, meine Füße sind eingeschlafen. Ach, Unsinn. Wir haben doch die ganze Zeit bequem gesessen. Das also ist das wundervolle Mexico City.
das Land des Sonnenscheins und der Gastfreundschaft. Und das Land der wunderschönen Senoritas. Ja, ja, und des guten, scharfen Tequilas. Ja. Haben wir jetzt ein großes Taxi nur für uns allein. Und das war es auch wert, dass wir darauf gewartet haben. Mhm. Wir hätten dieses Taxi von Anfang an nehmen sollen. Mhm. Dann hätten wir nicht solchen Ärger gehabt. Danke, meine Herren. Was macht es, mein Lieber? Dos Pesos. Dos Pesos. Dos Pesos. Stanley, das Wörterbuch. Du findest es unter D. Dies, dems, das. Dos Pesos. Dos Dollar. Wollte ich Ihnen gerade sagen. Danke. Bezahlen, Stanley. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Geben Sie das bitte Mr. Hartfuss, sobald Sie ihn sehen. Es ist sehr eilig. Danke, ich gebe es ihm sofort. Etwas für mich gekommen? Nein, Miss Blake. Die Nachmittagspost kommt erst in einer halben Stunde. Oh. Na, dann frage ich noch mal nach. Bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe Zimmer bestellt für Mr. Laurel und Mr. Harvey. Gewiss, mein Herr. Bitte. Bitte. Willkommen in Mexico City. Danke. Ein Zimmer für Mr. McCoyle. Sie sind da. Er fälscht meine Unterschrift. Por favor, aber ich brauche auch Ihre Adresse. Ich kann doch gar nicht schreiben. Danke, Leidensgefährte. Führen Sie den Senior bitte auf Zimmer 410. Zum Vergnügen hier? Vergnügen und Beruf. Oh, comprendo. Darf ich Sie etwas im Vertrauen fragen? Wir suchen ein Mädchen mit dem Namen Hitty Blake, bekannt auch als Gangster Hitty. Was? Ich sage, wir suchen ein Mädchen mit dem Namen Hitty Blake, bekannt... Ja, ich weiß. Ach,
Halt den Schnabel. Sagten Sie Gangster, ja. Bitte? Hören Sie zu, sie hat gerade das Hotel verlassen, aber sie kommt gleich wieder zurück. Oh, wir werden auf Sie warten. Und wenn Sie sie kommen sehen, geben Sie uns bitte einen Wink. Du, Capito? Ich immer, Capito. Alles für das Gesetz. Danke. Boy, Elegipara 418. Die Mäntel bitte auch. Si, Senor. Ich wünschte, die Trauung wäre vorbei und ich wäre den gemieteten Affenfrack los. Und du trödle bei deinen Einkäufen, nicht wie das ja, ist. Schön. Und du vergiss nicht, deine Rede zu lernen, Putzi Mats. Natürlich. Und du vergiss nicht den Papagei. Oh nein, Hasi Putzi, tschüssi. Wiedersehen. Liebe Maurerkollegen, vom Innungsmeister unseres Ortes berufen, einige Ausführungen zum Thema unseres ehrbaren Berufes vorzutragen, weiß ich, dass ihr Männer, die ihr wie ich die Schule bis zur 4. Klasse besucht habt, meine Gefühle versteht. Ich habe das große Ach, Vergnügen... Ach bitte, mein Herr, würden Sie vielleicht ein bisschen rücken? Danke. Liebe Maurerkollegen... Es tut mir wirklich sehr leid, aber so etwas kann vorkommen. Liebe Maurerkollegen, vom Innungsmeister unseres Ortes berufen einige Ausführungen zum Thema unseres ehrbaren Berufes. Liebe Maurerkollegen, vom Innungsmeister unseres Ortes berufen einige Ausführungen zum Thema unseres Ehrbar... Liebe Maurerkollegen, vom Innungsmeister unseres Ortes beru... Liebe Maurerkollegen, vom Innungsmeister und... Liebe Maurerkollegen, vom Innungsmeister unseres Ortes berufen, einige Ausführungen zum Thema unseres ehrbaren Berufes vorzutragen, weiß ich, dass ihr Männer, die ihr wie ich die Schule bis zur 4. Klasse besucht habt, meine Gefühle versteht. Ich habe das große Vergnügen... Olli, nimm deinen Hut. Gut. Danke. Uomo della frescura, che mi avrei da, e su se ne disgraziato, che venga della polizia, dove sta? Venga le zecchine a fare qua! Sì, signor, ma se lo... Ese è l'ope, chiamatelo! Er war's. Ich sitze hier und lerne gerade meine Rede. Da setzt sich dieser Herr auf meinen Hut. Ich habe mich um nichts gekümmert. Ich saß ganz ruhig da und drehte so dran, weil ich nur... Also du warst Ich weiß nicht. Komm her! Nein! Stell dich hier hin! Würden Sie mich festhalten mit Vergnügen? Nein, ich weiß Lassen Sie nicht weg! Welche Tänzerin ist am wundervollsten von die ganze Welt? Meine kleine Conchita. Oh. Und wer wird machen, dass ich tanze in dem Stierkämpfer-Café und haben vielen großen Erfolg? Ich. Oh, mi muchachito. Oh. Herein!
Entschuldigen Sie, Mr. Muldoon, Mr. Hartfuss möchte Sie sprechen. Gut, soll reinkommen. Hallo, hallo, Richard Kay, was gibt es Neues? Ich habe alles geklärt. Was gibt's bei dir? Tag denn. Senorita Conchita. Mucho gusto. Ich freue mich sehr. Ich habe gerade die Bilder von Don Sebastian aus Spanien bekommen. Die genügen für die Plakate, bis er hier eintrifft. Fein, Hartfuß. Du und ich, wir werden uns dumm und dämlich an diesem Kampf verdienen. Ja, das hoffe ich. Was ist das für ein Kerl auf den Bildern, Hartfuß? Was soll das heißen? Was regst du dich denn so auf? Das sind die versprochenen Bilder. Meine Entdeckung, Don Sebastian, der beste Matador. Du bist verrückt, Hartfuß. Dieser Kerl ist aus Peoria, Illinois. Ich kenne ihn. Ich habe guten Grund, mich an den Burschen zu erinnern. Du täuschst dich. Er war zeitlebens in Spanien, noch niemals in Mexiko. Zeig ihm doch den Karton, in dem die Bilder gekommen sind. Siehst du, da, spanische Marken. Unfassbar, dass es dieses Gesicht zweimal geben soll. Bist du nun überzeugt? Sieh, hier ist auch der Fotograf angegeben. El Toro Studio Barcelona, Spanien. Ich könnte schwören, es ist der kleine Kerl aus Peoria. Ach, was hat Peoria damit zu tun? Was würde es ausmachen, wenn er nun wirklich aus Peoria käme? Sieh, was würde das denn ausmachen? Ja, eine ganze Menge, meine Liebe. Ach, Conchita, es ist besser. Du gehst jetzt in deinen Nachtclub und übst deine Tänze. Wir sehen uns beim Essen. Und mach dir bloß kein Kopfzerbrechen um deinen Erfolg. Ich erschieße jeden, dem du nicht gefällst. Süß von dir. Tja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Peoria. Peoria. Peoria? Hör zu, Hartfuß. Es sind jetzt 8 Jahre her. Da waren in Peoria zwei Privatdetektive. Mr. Locke, denken Sie bitte ganz genau nach, bevor Sie meine nächste Frage beantworten. Wissen Sie absolut positiv, dass das der Mann ist, den Sie bei den Verbrechen beobachtet haben? Es ist äußerst wichtig, dass Sie meine Frage wahrheitsgemäß beantworten. Wissen Sie das positiv? Ganz positiv. Das weiß ich ganz absolut und positiv. Ruhe im Saal. Tut mir leid, euer Ehren. Ich weiß es absolut positiv. Noch viel positiver, als er es positiv weiß. Setzen Sie sich, Mr. Hardy. Euer Ehren, damit ist es doppelt erwiesen. Der Fall ist jetzt ganz klar. Meine Herren Geschworenen, ich lege den Fall vertrauensvoll in Ihre Hände. Sie haben die Aussagen, die Beweisführung der Anwälte und das Zeugnis von Mr. Lowell gehört. Sie dürfen sich zurückziehen. Euer Ehren, wir haben unser Urteil gefällt. Schuldig! Sie haben einen Unschuldigen verurteilt. Ich verurteile Sie zu 20 Jahren Zwangsarbeit. Ich bin unschuldig, Euer Ehren! Unschuldig! Ich kriege euch, ihr Kerle. Und wenn ich euch bis ans Ende der Welt verfolge. Also hast du 20 Jahre abgesessen, hm? Nein. Nach 5 Jahren hat der wahre Täter gestanden. Und ich wurde entlassen. Aber alles war verloren. Die Anwälte kassierten mein Vermögen. Meine Frau verließ mich. Meine Wohnung wurde aufgelöst. Tja. Diese beiden Bluthunde haben mein Leben ruiniert. Ich musste nach Mexiko fliehen und ein neues Leben anfangen. Aber einmal werde ich die beiden wieder treffen. Und dann, das weiß ich genau, ziehe ich ihnen die Haut lebendig vom Leibe. Zuerst nehme ich mir den Kleinen vor und dann den Fettwanst. Ich ziehe ihnen die Haut lebendig vom Leibe, das sage ich dir. Wie du meinst. Oh, ich freue mich so. Wie toll. Oh, das ist ja Don Sebastian. Oh, das ist ja Don. Setz dich nicht dahin, unsere anderen Sachen sind noch nicht trocken. Mein Held! Ist aber Schluss. Los, komm wieder zu dir. Ich steh den Mund ab. Meinen Schlüssel bitte.
Don Sebastian ist da. Oh. Jetzt reiß dich ein bisschen zusammen. Willkommen in Mexico City. Danke. Und Sie auch. Dankeschön. Wann sind die Herren angekommen? Mit dem Flugzeug heute Morgen. Weshalb haben Sie nicht telegrafiert? Weshalb? Weshalb? Ich habe sie in der ganzen Stadt angekündigt. Don Sebastian, der größte Stierkämpfer der Welt. Direkt aus Barcelona, Spanien. Oh, ich glaube, Sie irren sich, mein Herr. Ich bin Mr. Hardy und dies ist mein guter Freund Mr. Lawler. Guten Tag. Guten Tag. Ach. Sie wollen doch nicht etwas sagen. Sie sind nicht Don Sebastian, der Stierkämpfer aus Barcelona, Spanien. Nein, wir sind nie in unserem Leben in Barcelona gewesen. Wir kommen aus Peoria. Mhm. Peoria? Oh. Schon mal jemanden getroffen namens Richard K. Maldoon? Richard K. Maldoon. Oh, das... Oh ja, natürlich. Ich habe ihn ins Gefängnis gebracht für 20 Jahre. Wirklich? Aha. Das heißt, du hast ihn ins Gefängnis gebracht. Ich habe ihn ins Gefängnis gebracht. Ich entsinne mich... Ich bitte um Verzeihung. Weshalb fragen Sie? Maldoon ist ein Geschäftsfreund von mir. Ungefähr vor einer Stunde war ich noch in seinem Büro. Vor einer Stunde? Wie ist er denn so schnell aus dem Gefängnis gekommen? Nach 5 Jahren erwies sich seine Unschuld. Man fasste den wahren Täter. Unschuld? Ganz recht. Ach, das ist ja furchtbar. Vielleicht gehst du am besten hin und entschuldigst dich. Schlimm wäre man... Ich soll mich bei ihm entschuldigen? Aber du warst doch derjenige, der ihn ins Gefängnis gebracht hat. Wenn du noch den geringsten Funken Männlichkeit in den Knochen hast, gehst du auf der Stelle hin und entschuldigst dich bei Mr. Maldoon. Na ja, ich muss Augenblick, wenn Sie meinen Rat annehmen wollen, kreuzen Sie niemals mehr seinen Weg. Er hat gesagt, er zieht Ihnen beiden die Haut vom Leib. Wenn Sie schlau sind, verlassen Sie die Stadt. Er hat gesagt, erst nehme ich mir den Kleinen vor und dann kommt der Fettwanz dran. Ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Danke für die Information. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Setz dich. Hier, hier. Da hast du mir ja mal wieder eine schöne Suppe eingebrockt. Weißt du was? Was? Wir suchen uns diese Gangster-Hitty und fahren so schnell wie möglich wieder zurück nach Peoria. Ich glaube, du hast recht. Wir wollen uns nicht lebendig die Haut abziehen lassen. Um Gottes Willen, ich will nicht als Skelett herumlaufen und mit meinen Knochen klappern. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass es noch so ein Gesicht auf der Welt gibt wie dieses da. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Sonja. Danke, wir brauchen es. Weißt du, das Gesicht von dem Mädchen kommt mir so bekannt vor. Ach, Unsinn. Das ist wieder mal eine Dame, die glaubt, dass du der Stierkämpfer bist. Nein, ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Psst, psst. Sie ist an der Cocktailbar. Atlantic City? Nein. Komm mit. Wohin denn? Ich habe Gangster-Hitty gefunden. Wo ist sie? Du hast dir gerade die Hand geschüttelt, du dummer Kerl, und hast sie nicht mehr erkannt. Komm mit. Wollen Sie mit mir einen Drink nehmen, Don Sebastian? Meine Dame, er ist kein Stierkämpfer. Wir sind Detektive und Sie sind jetzt verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Ich bin auf mexikanischem Gebiet, da können Sie mir nichts tun. Wirklich nicht? Wir haben die Papiere. Welche Papiere? Die Auslieferungspapiere, meine Dame. Ist das ein Scherz? Ein Scherz? Und was nun, meine Herren? Geben Sie mir die Papiere wieder. Nehmen Sie sie doch. Ja, sofort. Papiere oder nicht Papiere, Sie kommen mit. Hände weg, Sie Wüstling. Gib die Handfesseln, Stanley. Ja, ja. Lassen Sie mich los. Handfesseln her, Stan. Lassen Sie mich los. Hilf mir doch, Stanley. Oh. Mein Schuh. Ah, oh, mein Schuh.
Meine Dame, es ist besser, Sie kommen in aller Ruhe mit uns. Nein, nein, Stanton. Eine Dame schlägt man nicht. Die ist doch keine Dame. Ich bin keine Dame? So, und jetzt kommen Sie mit, Gangster Hitty. Chef, ich habe ein Telegramm für Sie. Sehr wichtig. Ah, Telegramm von Sebastian, Barcelona, Spanien. Wie lange schleppst du das schon mit dir rum? Ungefähr 3 Stunden. Na, die sind doch hinter dem Mond zurück. Don Sebastian hat Passschwierigkeiten. Was, er kommt gar nicht? Na, er kommt später, aber ich brauche ihn hier sofort. Chef, ich habe eine Idee. Ich auch. Es war nicht meine Schuld. Was heißt das? Es war nicht deine Schuld. Ich hatte das Mädchen in meiner Hand und du hast mir wieder alles verdorben. Meine Herren, es freut mich, Sie wiederzusehen. Ich bin in Schwierigkeiten und Sie könnten mir einen großen Gefallen tun, für den ich Sie gut bezahlen würde. Es tut mir leid, aber wir haben kein Interesse. Wir packen und reisen noch heute ab. Ja, aber das ist... Es tut mir leid. Oh. Ich
Ich möchte wissen, was der wollte. Interessiert mich überhaupt nicht. Wir packen und machen, dass wir wegkommen. Je weiter wir von diesem Burschen weg sind, desto besser. Weshalb? Weshalb? Weil er und dieser Maldun uns sonst noch schnappen. Herein. Entschuldigen Sie, meine Herren. Darf ich mal telefonieren? Ja, bitte sehr. Bitte Richard K. Maldun. Oh. Ja, aber... Was war das für ein Vorschlag, den Sie uns machen wollten? Ach ja, besinnen Sie sich darauf, dass ich vorhin Mr. Laurel für Don Sebastian, den Stierkämpfer, hielt? Ja. Durch einen seltsamen Zufall ist Mr. Laurel das Ebenbild von Don Sebastian aus Barcelona, Spanien. Unglücklicherweise hat Don Sebastian Schwierigkeiten mit seinem Pass. Verstehen Sie? Sie würden mir einen großen Gefallen tun, für den ich, wie gesagt, gut bezahlen würde, wenn Sie ihn hier vertreten würden. Ich kämpfe grundsätzlich nicht mit Stieren. Bitte, Richard Kane. Lassen Sie das. Ich will nicht mit Stieren kämpfen. Ich finde Stiere abscheulich. Ich bin doch kein Rindvieh. Hören Sie zu. Don Sebastian ist auf jeden Fall zu dem großen Stierkampf hier. Den brauche ich also nicht zu kämpfen. Das versichere ich Ihnen. Ich möchte lediglich, dass Sie ihn vorübergehend vertreten. Die Presse empfangen, sich fotografieren lassen, junge Damen treffen und sich in der Öffentlichkeit zeigen. Heute Abend gehen wir zusammen ins Stierkämpfercafé. Und dafür bekommen wir Geld? So ist es. Aber angenommen, wir treffen Mr. Maldun. Ach, den können Sie ruhig mir überlassen. Ach, gut. Aber der erkennt mich doch in Nein, diesem Anzug. Nein, hören Sie zu. Ich lasse meinen Schneider Senior Gutenberg kommen und Sie in ein farbenfreudiges Kostüm kleiden, wie es die Stierkämpfer für gewöhnlich tragen, wissen Sie? Und ich garantiere Ihnen, wenn Sie das anhaben, wird Ihnen Maldun die Haut lebendig vom Leibe ziehen. Er wird schwören, Sie kommen aus Peoria, aus Barcelona, Spanien. Einverstanden. Danke sehr. Adios, amigos. Adios. Hasta la vista. Wenn das nur gut geht. Natürlich geht das gut. Wir werden Spaß haben und verdienen ein paar Pesos. Ein sehr vornehmer Gast. Sie erkennen doch Don Sebastian. Natürlich, nicht? Wie könnte ich nicht? Sein Gesicht ist auf jedem Plakat in Mexico City. Einen schönen Tisch, Luis. Den besten im Haus. Ah, Signorita Tancherina. Don Sebastian. Ah, mein Held. Mm. Das nenne ich Gastfreundschaft. Nehmen Sie sich zusammen. Vorwärts. Luis. Sie. Señoras y señores, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen zu sagen, unter uns weilt heute direkt aus Barcelona der große Don Sebastian. Verbeugen Sie sich. Verbeugen Sie sich. Na los, stehen Sie auf. Hut ab, tiefe Verbeugung. Ja. Ja. Haben Sie ein Freigold? Ja. Zünden Sie das an. Hey Chef, Maldun kommt gerade rein. Maldun? Setzen Sie sich, er wird Sie nicht erkennen, aber sprechen Sie nur Spanisch. Ah, Arthus. Wie geht's dir? Richard Kay, das ist Don Sebastian. Guten Abend. Setz dich doch hier hin, da siehst du die Vorstellung besser. Oh, danke. Ja. Wissen Sie, es ist ein Glück für Sie, dass ich weiß, Sie sind Don Sebastian. Wenn Sie es nicht wären, sondern der Kerl, dessen Doppelgänger Sie sind, würde ich Ihnen die Haut abziehen.
Aber dann würden Sie ihn ja nicht mehr ähnlich sehen. Oh, bitte um Verzeihung. Also dieser Bursche, der so aussah wie Sie, hatte einen Freund, der sah aus wie ein Nilpferd. Wenn ich diesen aufgeschwemmten Haufen Plumpudding jetzt hier hätte, würde ich ihn zerquetschen. Wie das hier. Senores y señores, jetzt stelle ich Ihnen die neueste Attraktion vor. Conchita! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Ule! ¡Ah! Bim bam boom, bim bam boom, es un nuevo compás que los negros van bailando en la comparsa. Bim bam boom, bim bam boom, la mulata Merced arrollando va detrás de la comparsa. Con el grito del solar, ya no pueden cumbanchar, porque quieren el compás de ese ritmo así. Muévelo, gózalo, bailalo. Bim bam boom, bim bam boom, la mulata Merced arrollando va detrás de la comparsa. Ja, darf ich vorstellen, Don Sebastian, Senorita Conchita. Mucho gusto, mucho gusto. Si. Verbeugung, nicht zu tief. Oh, mi muchachito, komm. Ich werde dir zeigen, wie man tanzt Rumba. Hm? Ein andermal. Ich spreche gerade mit Don Sebastian und Hartfuß über Geschäfte. Nein. Du kommst gleich mit. Ich werde dir nicht zeigen. Das komm. Geht doch nicht. Ich zeig dir zwei Rumba-Schritte. Also, pass auf. Mit dem linken Fuß machst du drei Schritte nach links und dann einen Schritt zurück. Verstanden? Pass auf. Eins, zwei, drei, Schritt. Eins, zwei, drei, Schritt. Ach, es ist furchtbar einfach. Komm, wir versuchen mal. Eins, zwei, drei, Schritt. Eins, zwei, drei, Schritt. Ah, ist das wundervoll. Ja, das macht Spaß, ne? Nun der zweite Teil. Der zweite Teil ist ganz ähnlich wie der erste, nur sein Ende ist ein bisschen anders. Also, pass auf. So, eins, zwei, drei, zurück. Eins, zwei, drei, zurück. Los, machen mit. Ja, so ist richtig. Und nun kommt der dritte. Also, pass auf. Eins, zwei, runter, rauf. Eins, zwei, runter, rauf. Und nun wir beide. Du kannst es bestimmt. Also, eins, zwei, runter, rauf. Eins, zwei, runter, rauf. Ist ein fremder Mann auf meinem Platz. Los, nehmen Sie die Maske runter. Gehen Sie weg von meinem Platz. Gehen Sie, gehen Sie. Tja, unverschämt, sowas. Dann kriege ich einfach auf meinem Platz hier. Dann mache ich auch lustig. Oh!
Los, kommen Sie. Es tut mir furchtbar leid. Ganz meinerseits. Entschuldigen Sie. Es ist wirklich peinlich. Oh. Es ist ein Glück für mich, dass ich zwei Paar Hosen für meinen Anzug habe. Ja, das wird der Schneider bedauern. Ein Telefonanruf für Don Sebastian. Sie? Bist du das denn? Sie, Signora. Hallo. Hallo. Wenn der Stierkämpfer ist, bin ich Mickey Maus. Er ist ein zu süßer Bursche. Noch ein Anruf für Sie. Ja. Sie? Wer ist denn da? Ich bin's. Sie. Hallo. Hallo. Da fällt mir ein, ich muss mit dem Komitee sprechen. Luis. Sie, Senor? Bringen Sie mir das Telefon. Tut mir sehr leid, es ist besetzt, aber Sie können das in der Zelle benutzen. Entschuldigen Sie mich bitte. Vorsicht, deine Hose. Oh, danke. Danke für den schönen Abend, Mr. Plattfuß. Hartfuß. Ich meine, ist doch dasselbe. Jedenfalls muss wohin ich wohin wollen Sie? Ich treffe mich mit Olli. Sie gehen nirgendwo hin, wir sind noch nicht fertig. Hier geblieben. Sie bleiben jetzt hier sitzen und Sie sprechen nur Spanisch. Sie. Plattfuß. Ich denke, Sie heißen Hartfuß. Ja. Noch ein Anruf für Sie. Hallo. Hallo, Stan. Hier ist Olli. Wo bist du? Draußen in der Telefonbox. Mach bloß, dass du rauskommst. Maldun will da auch telefonieren. Oh. Du musst ihn geschnappt haben. Kommen Sie. Was war denn los? Ihr zwei macht, dass ihr ins Hotel kommt. Wir sehen uns noch. Los, 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 beeilt euch. Ich bin erst froh, wenn wir hier weg sind. Ich auch. Sobald dieser Mr. Heißfuß mit dem Geld rüberkommt, hauen wir beide ab. Sein Name ist nicht Heißfuß, sondern Hartfuß. Herein! Schönen guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen, meine Herren. Sie wollen doch nicht etwa abreisen, ne? Aber natürlich. Nach dem Erlebnis von gestern Nacht legen wir keinen Wert auf eine nochmalige Begegnung mit Mr. Maldun. Wieso? Es ist doch nichts passiert. Ja, aber es hat nicht viel gefehlt. Hören Sie, meine Herren, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich bin in einer furchtbaren Lage. Eben habe ich ein Telegramm bekommen, dass Don Sebastians Pass immer noch nicht in Ordnung ist. Er kann unmöglich zu dem Kampf hier sein. Na und? Na und? Ich habe einen Vertrag unterschrieben, einen Vorschuss genommen. Ihr Bild klebt an allen Säulen der Stadt. Gestern Abend hat man Sie gesehen als Don Sebastian. Und also sind Sie Don Sebastian. Und dabei bleibt es. Sie meinen, ich soll mit einem Stier kämpfen? Allerdings. Der Junge kann nicht mit einem Stier kämpfen. Ich suche einen Stier für Sie aus, einen gutmütigen, alten, blinden Bullen. Gutmütig, alt und blind? Ich tu's doch nicht. Hm. Ganz deiner Meinung, Stanley. Danke, Olli. Meine Herren, darf ich mal telefonieren? Aber bitte sehr. Ein gutmütiger, blinder, alter Bulle. Bitte, Richard K. Maldun. Vermittlung. Dan? Ja, Chef? Hole Maldun. Jawohl. Momentchen. Stanley, ich denke, du solltest es dir doch noch mal gründlich überlegen. Was meinst du überlegen? Du hast doch nur Vorurteile. Was hab ich? Du triffst übereilte Entscheidungen. Du bist selbstsüchtig. Denk doch an mich. Ich bin doch dein Freund. Diese Kleinigkeit könntest du wirklich für mich tun. Für dich tun? Willst du zusehen, wie man mir die Haut abzieht? Hören Sie, mein Freund, Sie haben nur eine Möglichkeit. Entweder Ehre und Ruhm, brausenden Beifall oder langsamen Tod durch meinen Freund Maldun. Na, was sagen Sie? Ich weiß nicht recht. Ich möchte mich da nicht festlegen, aber...
Ich fürchte, ich muss. Wer ist da? Baldun! Und, Na, komm rein, Richard Kay. Guten Tag, Karl Fuß. Guten Tag, Sebastian. Tja, dann. Gute Nachrichten für dich. Diesmal haben wir die kräftigsten Stiere seit vielen Jahren. Nein. Den hat das Komitee ausgesucht. Eine mutige, schwarze, wilde Bestie. Nein. Diese hier, wilde, schwarze Teufel, dreht sich so schnell, dass sein Peso nicht von seinem Schwanz fällt. Das ist ein wunderbares Tier. Schöner Stier. Letzten Sonntag, er tötete 3 Matadores. 3, verstehen Sie? Und was ist mit dem blinden, alten und gutmütigen? Blind und gutmütig? So nennt man die besonders Wilden in Barcelona. Lass mir die Bilder hier, wir treffen unsere Wahl später. Wie du willst, Hartfuß, aber ich habe bloß feurige Stiere. Sie werden bestimmt ihr großes Können unter Beweis stellen. Da hast du recht. Warum fährst du nicht mit Don Sebastian auf die Stierfarm und lässt ihn wählen? Gute Idee, ich rufe dich dann im Büro an. Fein, adios. 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 Komm, Conchita. Oh, no. Komm diese Weg. Oh, Verzeihung. Adios. 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 Hilfe! Blender, alter, gutmütiger Stier. Die Stiere hier sind die besten von Senior Maldun. Das ist mein Sohn Pancho. Er auch will Stierkämpfer werden. Haben Sie das gehört? Nicht mal das Kind hat Angst vor Stieren. Woher wissen Sie denn das, Mr. Hartfuß? Gut, ich frage ihn. Du hast vor Stieren keine Angst, nicht wahr? Si, Senor. Er sagt ja. Er sagt ja, er hat keine, stimmt's? No, Senor. Dieser Stier gut. Aus berühmter Familie. Sein Name Kleiner Cäsar. Kleiner Cäsar. Sein Bruder, Großer Cäsar, tötete Matador letzte Woche. Einen Matador, so. Si, er stolperte mit Fuß. Zu langsam die Hand. Hupp, vorbei. Aha, und wo ist der Große Cäsar jetzt? Der ist drin. Kommen Sie. Hier entlang, Senor. Hören Sie doch auf! Los, kommen Sie! Sie haben jetzt gesehen, alle Stiere bis auf 2. Siehst du hier? Komm her! Du brauchst dich doch nicht zu fürchten. Dieser hier ist sehr gefährlich. Er ist toll. Und was ist mit dem da? Oh, der ist gutmütig. Gutmütiger alter Bulle. Sind Sie sicher? Sie, Senor. Manchmal, wir nennen ihn eine männliche Kuh. Sie sehen, ein freundliches, sanftes Tier. Ich will nicht mit dem Stier kämpfen, Olli. Aber Sie haben doch gehört, was der Mann gesagt hat. Es ist ein sanftes, freundliches Tier. Der Stier tut keiner Fliege was. Ich bin ja auch keine Fliege. Hey, Torito! Torito! Ah!
her. Mach das Ding da ab, aber vorsichtig. Komm mit. Wohin willst du? Deinetwegen muss ich jetzt zum Schneider, zu diesem Senior Gutenburg. Hier. Mr. Knickfuß bloß nicht getroffen. Mach dir keine Sorgen. Du kennst doch das Sprichwort. Auf Regen folgt Sonnenschein. Und außerdem denk an das Geld, das wir bekommen werden. Wie viel? Mr. Hartfuß hat mir sein Ehrenwort gegeben. Er gibt uns die Hälfte von dem, was er kriegt. Hallo, meine guten Freunde. Ja, wundervoll. Sie sehen aus wie ein Torero. Sie sollten den echten sehen. Der größte in der Geschichte von Mexico City. Ich wünschte, ich hätte die Hälfte vom Eintritt. Ist das alles, was wir kriegen, Olli? Was? Die Hälfte einer Eintrittskarte? Ach. Tja, unvorsichtig gewesen. Ich tue es nicht. Ich tue es nicht. Ruhig, ruhig, kommen Sie. Ich habe ja was. Ein Schlückchen davon und Sie werden geradezu tollkühn. Soll ich? Trink schon. Ja, los. Danke. Das schmeckt ja scheußlich. Nein, ich gehe nicht in die Arena. Lieber lass ich mir die Haut abziehen. Verschwinden Sie, da kommt Maldun. Maldun, Maldun. Oh, 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 oh. Komm rein, Richard King. Wie geht's, Don Sebastian? Ich wollte Ihnen nur viel Glück wünschen. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Dieses Schwert gehörte José Acapulco, dem größten Torero Mexikos. Damit könnte man einem Stier lebendig die Haut abziehen. Danke. Oh, ich mich gut besinnen auf José Acapulco. Er war graziös wie ein Tänzer. Olle, olle, Salero, muchacho, Salero. Oh, El Toro, den Todesstoß, er machte... Hören Sie, wie die Menge brüllt? Los, trinken wir auf Ihren Erfolg. Don Sebastian, heute werden Sie in die Geschichte der Stierkämpfer eingehen. Salut. Viel Glück. Komm, Conchita, Hartfuß, gehen wir auf unsere Plätze. Buena suerte, Senor. Viel Glück und nicht die Nerven verlieren. Stell das hin. Du kannst doch nicht trinken, wenn wir arbeiten müssen. Ich fühle mich schwach. Gut, ich hol dir etwas Riechsalz. Aber fall nicht um, bevor ich wieder da bin. Gracias, señor. Gracias. Wer ist denn das? Das ist Don Sebastian. Don Sebastian? Du bist verrückt, er ist in seiner Garderobe. Du bist verrückt. Ich habe ihn doch gerade vom Flugplatz abgeholt.
Die Haut vom Leib. Boraki. Aquí está su cuarto. Gracias. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Stell das hin. Gewisse? Da siehst du, was das für eine Wirkung hat. Du redest Blödsinn. Que pasa? Komm mit, die Leute warten. Suéltame. Usted está equivocado. Yo soy Don Sebastián. Suéltame, idiota. Usted está equivocado. Geh da rein, aber hüte dich vor dem Stier. Bellissimo, fantastico! Weißt du was? Was? Ich habe mich entschlossen, ich kämpfe mit keinem Stier. Geh zurück in die Arena. Los, kämpfe jetzt mit dem Stier, du Feigling. Ja, na, wird's bald.
Ich! Was soll das bedeuten, Harfus? Dieser Kerl ist Hani, der Plattfuß aus Peoria. Und das andere ist Laurel, der mir die 20 Jahre verschafft hat. Richard T., beherrsche dich. Beherrsche du! Nein, lass mich! Richard! Lass dich hier! Das ist Betrug! Verdammt, das ist gemeine Betrug! Lassen Sie verschwinden! Ja! Beeil dich, Stan! Ja, schön. Ah. Oh. Ah. Lass durch! Das war gerissen, wie du Muldoon eins ausgefischt hast. Danke, Stanley. Du musst immer daran denken, wenn du in Schwierigkeiten bist. Auf mich kannst du dich verlassen. Ich hol dich raus. Danke, Olli. Bring unsere Mäntel. Wir schleichen über die Feuertreppe. Das ist eine großartige Idee. Ja, wir schleichen ganz leise. Ja. Du strotzt vor guten Ideen, Olli. Erst kommt der Kleine, dann kommt der Große. Zieht eure Sachen aus. Danke, Olli. Keine Ursache. Leg ihn gut weg. Ah, da hast du mir mal wieder eine schöne Suppe eingebrockt. Ich kann doch nichts dafür. Komm, wir gehen jetzt beide nach Peoria, wo wir hingehören.